In diesem Video erkläre ich dir den Unterschied zwischen Present Perfect Tense und Present Perfect Progressive. Beide Zeiten beziehen sich auf die Vergangenheit. Wir sehen uns jetzt die Present Perfect genauer an. Wir bilden sie, indem wir have oder has plus die dritte Form des Verbs nehmen. Wir sehen uns dazu ein Beispiel an. I have eaten a burger. Wir brauchen also have plus dritte Form, have eaten. Eaten ist die dritte Form von eat. Wann brauchen wir has? Bei he, she oder it. Ein Beispiel wäre, she has done the homework. Has plus dritte Form, has done. Wann verwenden wir diese Zeit nun? Wir verwenden die Present Perfect Tense, wenn eine Sache schon länger andauert. Zum Beispiel, I have learned English for 2 years. Ich habe schon seit 2 Jahren Englisch gelernt. Das dauert also länger an. Oder wir verwenden sie auch, wenn eine Sache gerade abgeschlossen wurde. Jack has just finished his homework. Jack hat gerade seine Hausarbeit fertig gemacht. Es gibt einige Signalwörter für die Present Perfect Tense. Und zwar since und for, die heißen beide seit, ever, jemals, never, niemals und just, gerade jetzt. Jetzt sehen wir uns die Present Perfect Progressive genauer an. Wir bilden sie folgendermaßen. Wir nehmen have oder has plus been plus das Verb plus ein ing. Sehen wir uns das in der Praxis mal an. I have been doing my homework. Have plus been plus do plus ing. Have been doing. Ich habe meine Hausarbeit gemacht. Bei he, she und it brauchen wir wieder has. He has been eating spaghetti. Has plus been plus eat plus ing. Wann verwenden wir die Present Perfect Progressive? Wir verwenden sie, wenn wir die Dauer oder die Zeit von etwas betonen möchten. Wir wollen also sagen, wie lange etwas schon dauert. Und dieses wie lange ist unser Fokus. Wir sehen uns jetzt mal 3 Beispielsätze an. I have been learning all night long. She has been waiting for 3 hours. We have been watching TV the whole day. Hier haben wir überall eine Zeitangabe, die uns zeigt, wie lange diese Sachen gedauert haben. All night long, for 3 hours, the whole day. Hier liegt der Fokus also auf der Dauer. Es gibt hier auch Signalwörter, for und since wieder. Und dann the whole day, the whole night, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Oder wenn du dich fragen kannst, how long, wie lange dauert das? Jetzt kommt nochmal der Unterschied zwischen beiden Zeiten, schnell und einfach zusammengefasst. Die Present Perfect Tense verwenden wir, wenn etwas schon länger andauert. Zum Beispiel, I have played tennis for 5 years. Ich habe schon seit 5 Jahren Tennis gespielt. Das dauert schon länger an. Oder eine Sache wurde gerade eben abgeschlossen. We have just finished dinner. Wir sind gerade mit dem Abendessen fertig geworden.
Die Present Perfect Progressive verwenden wir, wenn man die Dauer oder die Zeit einer Sache betonen will. Zum Beispiel, I have been waiting for 6 hours. Ich habe schon seit 6 Stunden gewartet.